Maya habe ich noch keine Arkebuse gegeben. Gehen wir mal auf Zeit. Da finde ich sie wahrscheinlich am ehesten. Das wäre mal die hier. Und ich hatte noch irgendwo eine Arkebuse. Naja, was mir gerade so einfällt, Idee. Nehmen wir das neue Schild. Das ist so, sieht wirklich aus wie so ein Schild von den Spartanern. Aber jetzt die Arkebuse noch finden, die zweite. Ich weiß, ich hatte hier noch eine. Aha. Ich kann halt leider nicht nach Gegenstandstyp sortieren. Glänzender Bollwerk ist nur außergewöhnlich. Wäre nämlich auch eine coole. Wo versteckt sich diese Arkebuse? Weil du bist keine, du bist ein Kampfstab, ja. Du bist ein Speer. Und ich bin irgendwie blind. Muss ich wohl sein. Weil sie hat jetzt eine hervorragende. Ach, da ist sie. Verdorbenes Herz, genau. Das ist sogar eine seelengebundene. Saumäßig stark eigentlich. Reichweite 12 ist okay. Chance beim Treffer, kegelförmigen Flächenzauber mit Zersetzungsschaden. Bin er dann Sänger, Waldläufer oder Zauberer? Ist allerdings nur außergewöhnlich. Ja, wie meine gerade auch. Wie können wir die Seele binden? Nö. Wie kann ich die noch verbessern eigentlich? Also außer sie legendär zu machen, was mich einen Haufen Geld kostet. Rüstungsdurchschlag, Durchschlagskraft. Hohlschuss, Angriff unterbrechen bei kritischem Treffer brauche ich nicht, weil das habe ich freigeschalten. Verursacht beim kritischen Treffer 12 Sekunden lang beim Ziel einen Blutungsschaden. Wow. Maßgefertigte Patrone, Nachladegeschwindigkeit. Wiederhallender Glockenklang, Schaden. Das nehme ich mal. Das nehme ich mal. Und ja, legendär kann ich sie nicht machen. Tut mir leid, zu teuer. Aber ausrüsten. Ich könnte die hier dafür hervorragend machen. Oder Doppelschuss. Zerstöre ein Gefäß einer niedrigen Stufe. Zwillingsschlinge im Umkreis. Nee. Es ist die Frage, gebe ich Maya dir? Die wäre außergewöhnlich. Chance. Alle sehengebundenen Verbesserungen sind freigeschaltet. Ist ja was, wir binden sie mal an Maya. Füge 30 Gewandtheitswirkung hinzu. Mhm. Bindung Kappen. Nö. Lassen wir das mal so. Ich habe nämlich noch nie mit einem seelengebundenen Item rumhantiert. Die sind ja auch erst etwas später im ersten Teil eingeführt worden. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Okay. Ein Punkt hier, ein Punkt in Heimlichkeit. Ich mache hier dasselbe bei dir. Gut.
Nächste Haltestelle wäre wohl die Schlangenkrone. Gehen wir erstmal in den Kanga-Palast. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist der Kopfgeldauftragsgeber oben? Oder ist er unten? Ich glaube, er ist oben. Aber sicher bin ich mir nicht. Deswegen gehe ich jetzt einfach normal in den Palast rein. Aber ne, hier unten ist er nicht. Das heißt, ich gebe jetzt erstmal ihm seine Karte. Na, irgendwas stimmt hier nicht mit der Formation. Ishiza will nämlich nicht so wirklich. Do not leave me in suspense, I say. Have you found Matario Kozy? Spann mich nicht auf die Folter, sage ich. Hast du Matario Kozy gefunden? Arui zieht die Augenbraue hoch und bedeutet dir zu sprechen. Deine Expedition hat es nicht geschafft, Matario Kozy wieder zu verlassen. Es tut mir leid. Sind good women and men to die in the name of the tribes and in the vague hope. Ich habe gute Frauen und Männer in den Tod geschickt im Namen der Stämme und für eine vage Hoffnung. May Ngati thank them for their courage and Wodeka for their loyalty. Wodeka. Möge Ngati ihnen für ihren Mut und Wodeka für ihre Loyalität danken. Mögen sie als Rangas zu uns zurückkehren. Arui senkt den Kopf und greift sich mit einer zitternden Hand an die Stirn. What of their findings, Watcher? Did they recover anything? Anything about Ukaizo? Und was haben sie gefunden, Wächter? Haben sie etwas entdeckt? Irgendetwas, das mit Ukaizo zusammenhängt? Durchgepauste Karte geben. Ich habe die Seite der Navigationskarte der Huana gefunden. Der Prinz nimmt die Karte wortlos an sich, hält sie gegen das Licht und studiert jedes einzelne Detail mit größtem Interesse. Seine Hand zittert, als er das Papier hält. An unusual accounting of the isles, I say. Each one measured in relation to... Eine ungewöhnliche Darstellung der Inseln, sage ich. Jede gemessen in Beziehung zu... Seine Finger gleiten hinauf zum Siegel von Ukaizo. Arui nickt. Sage nichts. Ngati is one to throw obstacles in our path, but I say that an outdated chart is better than none at all. Ngati legt uns nur zu gerne Hindernisse in den Weg, aber ich sage, eine veraltete Karte ist besser als gar nichts. Grinsend rollt Arui das Pergament zusammen und wirft ihr einen schweren Beutel voller Münzen zu. Danke, mein Prinz. Das Befahren von unbekannten Gewässern ist nicht billig. Was ist das? Ein Bruchteil von dem, was du der Expedition bezahlt hast? Sag nichts. Sagen wir mal danke. Well, we know enough. My sister will finance a fleet-wide search. Not for breadcrumbs, but lost Ukaizo. Wenn wir genug wissen, wird meine Schwester eine Suche mit der gesamten Flotte finanzieren. Nicht nach Brotkrumen, sondern nach dem verlorenen Ukaizo. Ja, ich hatte auf offener See ein wenig Ärger mit der königlichen Todesfeuergesellschaft. Ikira, they will not let you escape with what they could so easily steal. Ikira, natürlich würden sie dich nicht mit etwas entkommen lassen, das sie so einfach stehlen konnten. Prinz Arui murmelt leise vor sich hin. But will they not find the original chart as unprotected as a Reparu food pile? Aber werden sie die ursprüngliche Karte nicht so ungeschützt vorfinden wie ein Lebensmittelhaufen der Reparu? Wenn sie den Dschungel überleben, vermutlich. I expected better judgment from an agent of the crown. Von einem Agenten der Krone hätte ich ein besseres Urteilsvermögen erwartet. Arui verschränkt die Arme und kneift sich den Nasenrücken. Even with the help of the gods, our task was unlikely before these complications, I say. Selbst mit der Hilfe der Götter waren unsere Erfolgsaussichten bereits vor diesen Komplikationen nur gering, sag ich. Er winkt ihr weiter, begierig darauf, das Thema zu wechseln. Das Rindentum war eine Botschaft vor den Wahaki, um Besucher abzuschrecken. For what do they protect Matario Kozy, when its knowledge could help all Hoana?
Weshalb verteilt sie Motaro Kose so verbissen, wenn sein Wissen an Umuana helfen könnte? Eines Tages werde ich mich mit ihrem Ranga zusammensetzen, um unsere Differenzen beizulegen. Nichts weiter zu berichten. Das sind viele Neuigkeiten für einen Tag, selbst für diesen Krieger. Arui berührt seine Stirn und denkt nach. Ich sende die Expedition zu ihrem Schicksal. Und die, die folgten. Tod ist auf meinem Gewissen diesen Tag. Ich habe die Expedition in den Tod geschickt, ebenso wie alle, die ihr gefolgt sind. Ihr Schicksal lastet auf meinem Gewissen. Erhebt den Kopf, sieht dich an. Ich muss auch oft an sie denken. May all who fell on Matario Cozy slip through the eel's jaws. Juana and outsider alike. Mögen alle, die auf Motario Kose gefallen sind, durch den Rachen des Aals schlüpfen, und zwar Juana wie Fremde gleichermaßen. Seufzend neigt Arui den Kopf. But on to brighter times, I say. If Ukaizo can be found, then so too will the hopes of our people be made manifest. Aber uns stehen bessere Zeiten bevor, hoffe ich doch. Wenn wir Ukaizo finden können, werden sich die Hoffnungen unseres Volkes erfüllen. Seine Maske der Trauer bricht auf, wird abgelost durch ein breites Lächeln. Too much has happened for you to waste words with the royal brother. From now on, you work with Onikaza as an honored guest of her rooftop garden. Only, be kind to her cats. Es ist zu viel passiert, da ist es doch sinnlos, dass du Worte mit dem königlichen Bruder verschwendest. Von jetzt an wirst du als geschätzter Gast ihres Dachgartens mit Onikaza zusammenarbeiten. Aber sei nett zu ihren Katzen. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. But Onikaza pays better than her royal pinch fist of a brother. Das sagst du jetzt, aber warte ab. Onikaza bezahlt mehr als ihr königlicher Geizhals von einem Bruder. Möge der Wind deine Segel streichen. Arui klopft dir auf die Schulter und nickt lächelnd. Captain, a word? Captain, kann ich kurz mit dir sprechen? Tikurs Augen weinen sich ebenso sehr wie sein Lächeln. Was hast du auf dem Herzen? You came to the dead fire for your own reasons. The problems of others, they must be noisy obstacles by comparison. Du hattest deine eigenen Gründe dafür, zum Todesfeuer zu kommen. Demgegenüber müssen die Probleme anderer ziemlich lautstarke Hindernisse sein, was? We both know the burden of being looked to as a source of hope. What say? Wir beide wissen, welche Bürde es sein kann, wenn andere dich als Quelle der Hoffnung betrachten. Was meinst du? So schlimm ist es gar nicht. Es wird erst dann zu einem Problem, wenn die Götter Forderungen stellen. Es stellt meine Geduld hin und wieder auf die Probe. Ich nehme das Vertrauen keineswegs leicht, das andere in mich setzen. Sind wir mal sarkastisch, indem die zwei... Und du wünschst dir einen Augenblick des Schweigens, um den Pöbel zu ersticken? Aufgeregt schwingt Zoti ihre Sichel vor und zurück. Takeo grinst in tiefer Zufriedenheit, nachdem er mit einem ebenso zufriedenen Seufzen die Hände gegen die Hüfte gestemmt hat. Er sieht dich direkt an und macht keiner der Anstalten, den Blickkontakt zu unterbrechen. Ihm tief um die Augen schauen. Du siehst so aus, als wolltest du dir unbedingt etwas von der Seele reden. Was machst du da? I am feeling braver than normal. Ikera. A good captain has that effect on their crew. Ich fühle mich mutiger als sonst, Ikera, genau wie diese Wirkung ein guter Captain auf seine Mannschaft. All the powers of the Deadfire have their eyes on the Watcher of Cadnua. Tell me, is the Watcher watching anyone? Alle Mächte des Feuers haben ihre Augen auf den Wächter von Cadnua gerichtet. Sag mir, beobachtet der Wächter momentan auch jemanden? Kokett legt er den Kopf zur Seite mit einem feuchten Schmack. Laut senken sich seine Haare herab. Xoti und ich stehen uns schrecklich nahe. Nur du, mein hübscher Fisch. Momentan niemand. Momentan möchte ich keinerlei Komplikationen in meinem Leben. Momentan niemand. To be between lovers is a terrible thing, unless one is physically between them, I say. Es ist schrecklich, zwischen zwei Liebenden zu stehen. Es sei natürlich, man steht physisch zwischen ihnen, sage ich jetzt mal. Captain, I would speak plainly. Are you as excited by the possible? What I mean is, if we were to... Captain, ich will offen mit dir reden. Bist du auch so aufgeregt angesichts der Möglichkeit? Was ich meine ist, wenn wir nun Takeo räuspert sich und mustert dich mit offenen, aufmerksamen Augen. Das nennst du offen? Ich fühle mich geehrt, Takeo, aber gib mir nicht zu weit. Nein, kein bisschen. Das nennst du offen. Sagen wir, ich bin interessiert, sprich weiter. Das nennst du offen, nehmen wir mal das. Kara.
Something about your company stirs my nerves. Ich weiß, Ikea, etwas an deiner Anwesenheit kitzelt meine Nerven. If we were to share more than just quarters below deck, does the idea appeal to you? Wenn wir nun mehr teilen würden als nur die Quartiere unter Deck, würde diese Vorstellung dir gefallen? Ich fühle mich geehrt, TQ, aber gehen wir nicht so weit. Kara, I forgive this reckless fish for testing the waters. I will bother you no more. Kara, ich vergib den ruchlosen Fisch, dass er vorsichtig die Stimmung getestet hat. Ich werde dir nicht weiter auf die Nerven gehen. Mit einem Achselzucken öffnet er die Hände an seinen Seiten, ohne dabei sein Lächeln zu unterbrechen und ansonsten völlig unbekümmert. Lass uns von hier verschwinden. Ja, das musste ja jetzt noch zum Schluss sein, dass Takeo mir seine Liebe gesteht. Aber ja. LP 058. Ich habe da ein Ü geschrieben, egal. Dann sehen wir uns gleich wieder.